Ich halte eine neue Visitenkarte in der Hand. Ich sitze nämlich mal wieder mit Frau Hansel zusammen. Aber die liebe Angela Hansel macht ja nicht nur freie Rede und Gesang, sondern Hanselcare ist ja etwas, was sowieso parallel läuft immer bei Ihnen. Genau. Was, liebe Frau Hansel, ist denn aber nun Hanselcare? Genau, also auf einem Bein steht sich sehr schlecht, deswegen habe ich zwei Unternehmen, die ja schon ganz lange parallel laufen, tatsächlich zweijähriges Jubiläum, jetzt Hanselcare seit der Gründung am 1.11.2019 und Hanselcare steht für Seminare und Beratung für Pflegemanagement. Ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, glaube ich. Genau, das ist ja mein eigentlicher Beruf. Sie wissen ja, oder ne, auch die Zuschauer wissen ja, ich komme aus der Pflege, ich bin Pflegefachkraft, noch eine ganz alte Krankenschwester, bin weitergebildet als Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege, also das, was wir so landläufig als Pflegedienstleitung kennen, und habe eine Weiterbildung als Heimleitung und habe auch Gesundheitsmanagement studiert. Und daraus ist eben jetzt Hanselcare entstanden. Also ich bin jetzt selbstständig seit 2 Jahren unterwegs, unterstütze Pflegeeinrichtungen und Pflegekräfte eben mit Seminaren, mit Workshops. Können wir mal ganz kurz darüber reden, was denn das so im Einzelnen bedeutet? Weil ich kann ja sagen, das sind Seminare. Was ist denn tatsächlich an Seminaren so, wie Sie da anbieten? Genau. Also das sind ganz unterschiedliche Themen. In erster Linie geht es häufig um das Thema Pflegequalität und die Umsetzung. Also in der Pflege gibt es sogenannte Expertenstandards, so heißen die. Das ist die wissenschaftliche Grundlage für pflegerisches Handeln. Also die sind ganz häufig Grundlage für diese Seminare, weil es da ja geht es darum, Fachwissen zu haben und Fachwissen zu lernen und aber auch zeitgleich zu wissen, wie setze ich das dann tatsächlich im Alltag um. Also wie kriege ich dieses Fachwissen dann transportiert in meinen pflegerischen Alltag? Genau, das ist so eins der Themen, um die es da gehen kann. Es gibt ganz, ganz viele Themen. Es gibt ganz, ganz viele Themen, genau. Also ganz, ganz viele Themen, die Pflege umtreibt und die einfach wichtig sind für die Pflege und für den Alltag. Und wer bucht sie denn? Kann man sie buchen? Genau, man kann mich buchen. Also ich bin hauptsächlich in Pflegeeinrichtungen unterwegs. Ich werde von dieser Pflegeeinrichtung selber dann gebucht zum Beispiel. Da komme ich dann in die Einrichtung. Das ist eine Möglichkeit, dass ich dann diese Schulung oder den Workshop innerhalb von dieser Einrichtung mache. Das ist relativ üblich in der Pflege, dass man das so organisiert. Dann bin ich eben einen Tag oder für die Stunden, je nachdem, um welches Thema das es da geht, bin ich dann in der Einrichtung. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt jetzt noch die andere Möglichkeit, die Schulung hier bei mir zu machen. Also ich habe jetzt ganz neu ja meinen eigenen Seminarraum. Da sitzen wir gerade drin. Da sitzen wir gerade drin, genau. Und hier kann man noch mal sehen, ne? Hanselcare. Ja. Ich freue mich total, dass ich jetzt auch diese Möglichkeit habe, weil das eben noch mal was ganz anderes ist hier in Räumen, die weg sind von der Einrichtung. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man zu einer Fortbildung oder zu einem Workshop fährt und man ist einfach mal außerhalb von der eigenen Einrichtung, man kriegt anders den Kopf frei, man kann sich eben aufs Thema viel besser konzentrieren, als wenn ich im Speisesaal sitze und nebendran eben vielleicht in der Küche geklappert wird. Das ist manches Mal eben in den Einrichtungen so. Wenn man sie bucht, dann möchte ich nämlich noch kurz nochmal nachhaken, ist das eine Unternehmung, die sagt, ich hätte ganz gerne Frau Hansel, die uns genau in diesem Aufgabenfeld unterstützt, aber Sie machen das ja nicht nur für ein Unternehmen, also es ist ja immer für die Unternehmen und aber für die Mitarbeiter ja auch, aber gibt es ja noch die Möglichkeit, dass unter Umständen Mitarbeiter sagen, wir wollen ganz gerne unter Umständen die Praxisanwendung, ich habe Fachwissen, aber ich weiß gar nicht genau, wie ich das Fachwissen oder wende ich es richtig an, kann ja durchaus sein, kann ich da unter Umständen als mitarbeitender Mensch sagen, ich hätte ganz gerne Frau Hansel gebucht, kann ich mir das selber buchen, nur ich für Sie? Ja, also das geht. Genau, das ist eher unüblich, weil meistens bezahlt tatsächlich ja die Einrichtung diese Fortbildung. Viele Themen sind ja auch Pflichtthemen in der Pflege, also die müssen gemacht werden. Deswegen ist es eigentlich in der Regel so, dass die Einrichtung dieses Seminar oder den Workshop bezahlt und dann auch meistens die Anmeldung über die Einrichtung läuft. Aber natürlich kann auch jeder Privatmensch jetzt künftig über meine Homepage, da sind wir gerade dabei, alles einzurichten, dass die Anmeldung auch direkt über die Homepage gehen kann. Ist das kann auch ein Thema? Privatperson. Also wir haben eine Frage, aber gar nicht vorher darüber gesprochen. Ich bin mal gespannt. Ist das auch ein Thema für Bildungsurlaub? Ja, theoretisch schon, ja.
Ja, ja. Weil jedem Menschen steht ja Bildungsurlaub zu. Genau. Und das ist ja ein Thema, das vielleicht den einen oder anderen interessiert, von sich aus schon, wenn man zu sagen, hallo, ich hätte ganz gerne dafür Bildungsurlaub genommen. Ja. Oder ich gehe eben zum Arbeitgeber und sage, ich möchte da ganz gerne eine Schulung bekommen können. Lieber Arbeitgeber, bezahl mir das mal. Da gibt es nämlich Angela Hansel, die mir da unter die Arme greifen kann. Also das ist für den Betrieb als solches sicherlich von Vorteil. Auf jeden Fall, weil das sind auch alles Themen, die pflegerelevant sind, die für den Alltag relevant sind. Ich versuche auch, möglichst die Themen immer aufzugreifen, was ich von den Teilnehmenden so mitbekomme. Also was treibt die gerade um? Was sind gerade die großen Herausforderungen im Alltag? Das sind Sachen, die ich natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus kenne, aber seit 2 Jahren mache ich ja nichts anderes, als jetzt Menschen begleiten, Einrichtungen und Pflegekräfte begleiten. Von dem her weiß ich ziemlich gut, was diese Menschen da gerade umtreibt und wo die Unterstützung brauchen. Wir werden in der nächsten Zeit öfter auf dieses Thema eingehen. Wir schließen also immer mit Informationen zu bestimmten Arbeitsbereichen, die Frau Hansel schult, das kann man ja so sagen, nicht wahr? Genau. Eingehen. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Jetzt im Moment würde ich einfach mal sagen, ich bedanke mich für den Input. Ich zeige es nochmal, nicht wahr? Genau. Das ist die liebe Angela Hansel. Ich drehe die Karte auch nochmal um. Genau, also Infos findet man auf meiner Homepage www.hanselcare.de. Da eben jetzt künftig auch mit Informationen über die Seminare und über die einzelnen Themen und wann welches Thema stattfindet und der Möglichkeit, sich direkt anzumelden. Das ist jetzt gerade im Moment noch in der Überarbeitung, aber das dauert nicht mehr lange, dann ist das alles online. Top. Super. Pflege ist ja sowieso so ein Thema, das uns alle irrsinnig angehen sollte, nicht wahr? Huch, guck mal, mein Mikro ist weggerutscht. Ja, es ist, vielleicht geht es ja doch besser so. Ich sage schon mal Tschüss, ich muss mich ein bisschen hier wieder zurecht machen. Ciao. Tschüss.